Hallo, Away, wir sind wieder hier im Paradies, dort wo ich bin, schon immer war und immer sein werde. Heute ist der 10.06.2022. Der Mond ist in der Jungfrau zusammen mit dem Merkur und die Sonne ist im Stier. Ich habe heute die Karte gezogen, die weiße Hexe. Sei das Licht. Nimm den Weg nach oben und entscheide dich fürs Licht. Entferne dich von Erfahrungen mit niedriger Energie. Die weiße Hexekarte steht für den Aspekt der jungen Frau in der Dreifachgöttin des Paganismus und der modernen Wicca. Die junge Frau ist eine freundliche, unschuldige und reine Aspekt der Göttin, eine liebevolle Seele, die für die ganze Erde nur das Beste will. Hier wird sie von einer gehörnten Eule begleitet, was zeigt, dass sie bereit ist, jene zu akzeptieren, die über mehr Weisheit und Erfahrung verfügen als sie selbst. Gleichzeitig aber ist sie auch bereit, darauf zu vertrauen, was sich innerlich für sie richtig anfühlt. Mit dieser Karte wird dir die innere Göttin in Erinnerung gerufen. Was auch geschehen mag, dir selbst oder in deiner Umgebung, du hast immer die Wahl. Entscheide dich dazu, dich nicht in Dramen reinziehen zu lassen, in Streitereien oder anderen Energien, die deiner Freude Grenzen setzen. Bist du von Leuten umgeben, die dir oder anderen gegenüber feindselig eingestellt sind, oder befindest du dich in einer negativen Situation, dann lautet die Einladung an dich, das Licht zu sein. Du bist jemand Unglaubliches und kannst wirklich Licht bringen. Wie kannst du die Energie verändern? Wie kannst du das Gespräch wieder auf die Liebe bringen? Wie kannst du dich schützen? Wie kannst du demjenigen helfen, auf dem gerade rumgehackt wird? Oder bist du selbst an dem Drama schuld? Du wirst die Antworten kennen. Wisse auch, dass du Ermutigung erfährst, dasjenige Licht strahlen zu lassen, das erstrahlen zu lassen, du geboren wurdest. Danke schön. Folgende Elemente sind heute anwesend: vom Stier die Erde, von der Jungfrau die Erde und vom Merkur die Luft und die Erde. Es geht weiter und weiter und weiter. Das Wohlfühlmoment, also der Moment, an dem es einem sehr gut geht, an dem es einem leicht geht, an dem was Schöpferisches herauskommen kann, indem man einfach der ist, der man ist und diese Energie nutzt. Das macht einen diese weiße Hexe, diese Karte der weiße Hexe bewusst. Und zwar durch die Eule, durch die Luft, durch das Wesen in der Luft. Sie sendet das nötige Wissen, das nötige Gefühl, um an der richtigen Aufgabe zu arbeiten und bis in die Tiefe zu gehen, bis in die tiefste Dunkelheit zu gehen, um halt diese Aufgabe auch zu erfüllen. Also die weiße Hexe lernt zum Beispiel der Dunkelheit zu vertrauen, der Aufgabe in der Dunkelheit zu vertrauen, um daraus hin Licht zu erzeugen, also aus sich selbst heraus. Das heißt, wenn ich mich gerade nicht gut fühle oder wenn ich gerade Sorgen, Kummer, Leid fühle, dann sollten wir immer zurückdenken und dorthin denken, wo unsere Aufgabe herkommt und dass diese Aufgabe erfüllt werden möchte und dass die Aufgabe auch vor allem durch uns oder durch mich oder durch dich erfüllt werden möchte. Und somit gibt es kein Gut, kein Schlecht, gibt es ja Drama,
Drama, das sind alles so eine Sachen, die wir erzeugen, halt, wenn wir jetzt in einer Situation stecken, die uns nicht geheuer vorkommt oder die nicht gerade leicht zu bewältigen ist, dann fallen wir in irgendwelchen Mechanismen, die uns Sorgen bereiten, die uns dramatisch irgendwie reagieren lassen. Und das ist auch vollkommen okay, diese Energie kurz zu fühlen, zu spüren und zu sehen, wie wichtig oder wie tief diese Aufgabe ist. Aber wichtig ist auch, da wieder herauszukommen, indem wir Licht produzieren, indem wir Hoffnung und Glaube walten lassen, um halt diese Aufgabe so gut es geht umzusetzen und die Materie umzusetzen oder einfach zu erfüllen. Denn was ist es halt, ne? Was kann uns schaden? Was ist dieser Moment, der uns gerade Sorgen macht? Ist er überhaupt da oder ist es nur eine Illusion? Oder was kann ich dafür tun, um diese Aufgabe durch mich durch leichter anfühlen zu lassen? Und da gibt es halt diese Methode, sei das Licht, sei dir sicher, dass du gerade in der Situation steckst, um dir selbst weiterzuhelfen, um damit auch allen anderen weiterzuhelfen, damit diese Aufgabe abgeschlossen wird. Dankeschön.